Jo Leute, was geht ab und willkommen zu Minecraft Mindclash und wir gehen direkt auf den Server. Rafu ist schon drauf. Jo. Logging in. Okay. Ich hoffe mal, Hexet läuft jetzt wieder. Zeit im Livestream gestern. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, wir sind fertig mit dem Scheißdreck und dann schlag den scheiß Meteorit ein. Er wollte mich nochmal. Nein! Verkackter Ernst! Nein! Moment. Das ist die Admin-Kabine. Echt jetzt? Komm hier rein, hier kann man schön schwimmen. Scheiß! Die Wand an, ohne Witz, ne? Heute wollten wir eigentlich ein scheiß verkacktes Güsalfeld machen, aber ich glaube, es wird wieder eine lange Folge. Nein, das ist Livestream-Zusammenfassung. Also erklären wir mal, was wir im Livestream gemacht haben. Nix. Hier ist alles zerstört worden. Ja, die Arena haben wir halt fertig gemacht. Ja, hier hinten ist noch alles schön und gut. Aber hier, alles am Arsch, Alter. Alter, musste das sein, ne? Ohne Witz. Wir bauen jetzt einfach das auseinander und machen ein bisschen Erklärung. Werde ich mal sagen. Nein. Was? Alter, ey, komm schon. Also, ne, das haben wir eben halt im Livestream hier gemacht. Und jetzt ist eben... Alter, jetzt können wir das Stonebricks farmen. Oh, Mann. Ich glaube... Wie, wenn jetzt da noch so ein scheiß fucking Creeper kommt. Ich werd so hart, ne? Also, Alter, ey. Mach mal der Schnee weg. Fick die Ziege, ohne Witz. Ich hasse Wasser. Wieso kann das kein scheiß verkackter anderer Meteorit sein? Schnee! Der nur unsere Arena abfackeln. Und wieso kommt hier ein Schneemeteorit? Sind wir etwa in Schneelandschaft? Nope. Alter. Drecks war. Nein. Die Redstone-Leitung. Oh, leck. Ist es nur der. Das ist eine unendliche Wasserquelle. Willst du mir verarschen? Ja, unten, Alter. Da kommen wir ja gar nicht mehr zur Sache. Ich könnte... Wie? Ausrasten! Aber warum ist hier Wasser, wenn das eine Schneemeteor... Sonne? Eis, was passiert wohl? Schreibt's in die Kommentare. Nicht. Diesen Gedanken kommen. Wieso konnte das nicht im Livestream passieren? Da hätten wir noch genug Zeit gehabt, diese Kacke hier auseinanderzureißen. Ich fahr mal Kabel, gell? Stonebricks. Ich brauche mehr Material, um das Wasser zu beseitigen. Meine Spitzhacke ist eh gleich wieder kaputt. Schau mal, wo hier eine... Aber wieso musst du das genau in die... Alter, ne? Hier ist eine komplette unendliche Wasserquelle, gell? Ja. Aber eine richtig fette, ey. Jetzt muss ich jetzt alles zubauen. Aber wieso in die Admin-Kabine? Ich hab den Schalter so gut gemacht. Wieso kommt das in eine andere Dreckskabine rein, ey? Ne, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Halt's Maul, Drecks. Ich hab zu wenig Materialien fürs Wasser. Überall ist eine Scheiße. Eisen geht, das sind auch noch weg. Ach. Also, ne? Jetzt, hier ist schon wieder ein Zeitpunkt. Da könnte ich Minecraft mal wieder. Wieso? Ich baue, glaube ich, als nächstes so einen Meteoritenschutz. Oh, zum Glück habe ich noch ein paar Drecksachen, Alter. Mach mal das, Mani. Mit der Rittenschuss. Ja, sonst können wir hier noch tausendmal anfangen, wenn hier ein Meteor... Sonst, früher wollte ich immer, dass ein Hexit endlich mal ein Meteorit einschlägt. Jetzt will ich es nicht, aber es passiert.
Was ist da kaputt, Alter? Halt die Fresse! Ja, ey, Drecks. Verkackter. Alter, der hat mir ein Schwert geklaut. Aber ich hab's wieder. Oh, schau mal hier rein, hier ist alles voll. Ich mach mal dir die Redstone-Schaltung zu, dass, nicht, dass die noch mehr kaputt geht. Ja, ja, hau rein. Ich hab schon mehrere Stacks an Sachen verbaut, ne? Und das Dreckswasser ist immer noch da. Ich bin doch wasserscheu, Alter. Wasser, fließ ab! Nein, das... Willst du mich verarschen? Alter, das ist alles eine fette und unendliche Quelle, Alter. Hätte der nicht ein Block neben der Arena... Nein, er muss mitten reinkrachen hier. Und dann sagt man, wir haben keine Action hier. So. Mal schauen, wie die Kacke hier nach dem Meteorit aussieht. Ist drin das Wasser schon weg? Nein. Fast. Fast? Willst du mich verarschen? Hier ist doch alles voll. Ich mach einen Tauchgang, Alter. Ja, hier drin. Mann. So. Ja, fließ ab. Endlich weg. Hier drin. Jetzt kann ich das alles wieder abbauen. Ah, jetzt ist es wieder hier. Und man dachte, es wäre weg. Und wir einfach schon wieder 7 Minuten an dem Scheiße, Wasserscheiße rumsitzen. Minecraft ist scheiße. Oh, fließ ab, Drecksloch. Alter, Drecks. Ich geh mal runter, ne? Mal schauen, reparierst du es da, oder? So. Eisengitter. So. Hä, hier ist gar nichts kaputt. Ja, das ist nur da vorne, weil es sich aufgehängt hat. Wenn schon etwas. Alter, zum Glück, ne? Oh Mann, ey. Ach, was? Überall ist noch Wasser, Alter. Hier oben lebt aber. Ich sag nie wieder was überleben. Nie wieder. Was los? Die Treppen da oben sind auch alle. Futsch und das auch. Nein. Was? Bitte nicht. Ach, leck mir. Wieso tut uns Minecraft sowas an? Mein Bett lebt noch. Tschüss. Keine Zeit zum Schlafen. Mein Bett ist tot. So wie immer halt. Warte, ich hol das von Energy. Ja, klar, Alter. Energy hat sowieso zwei. Zwei was? Betten. Wir waren glücklich, dass die Arena fertig ist. Bis auf einmal diese Scheiß. Tyler kam. Ey, als wir heute im Livestream fertig waren, ich war so beruhigt. Ich wollte meine Rüstung noch reparieren, hab's aber doch nicht getan. Wir wollten heute Abend mit der Güsalfarm anfangen. Bei der Zusammenfassung. Aber nein. Aber ich. Regeln.
Ihr könnt es jetzt ab heute in die Kommentare schreiben. Wer mitmachen will, also beim Event. Einen brauchen wir noch. Einer hat schon zugesagt, aber jetzt können sich auch mehrere melden. Ja, also alle, wo mitmachen wollen, schreibt es in die Kommentare. Und Skype oder TS haben und Minecraft, Hexit. Das sind die Anforderungen. Ihr braucht Skype, Hexit und ja. Und der Rest erklären wir, würde ich sagen, wenn die Arena endlich fertig ist. Ja, sonst nachher erzählen wir hier alles und dann ist die Arena nicht fertig und wir können nicht zocken. Alter! Ja, alles so perfekt, ne? Die Eisentür ist natürlich auch weg. Ich finde das nicht mehr witzig. Ja, schon. Nein. Das ist ja schon wieder so scheiß. Geh mal pennen. Jo. Ich hätte vielleicht ein Bild machen sollen von dem scheiß Meteorit. Ja, mach ich noch schnell. Ist ja genug zerstört. Was mir gerade auffällt, ich zock nicht mit Shader. Ist auch besser so. So. Alter, Dreckswasser ohne Witz, ey. Ich räume hier draußen mal auf, gell? Noch mehr Wasser! Scheiß Spinne! Wollte gerade sagen, alles Wasser ist weg und dann kommt hier noch mehr raus. So, in dieser Folge alles beheben, also Wasserschaden wegmachen. Halt die Fresse, Mann! Boah, ey! Ey, ja, komm, halt's Maul, scheiß Dreckswasser. Ich könnte ausrasten. Was meinst du, was ich schon mache? Ja, glaubst du, ist weg. Gut, ich platziere hier wieder mal Fackeln drin, gell? Alles am Arsch, ne? Ohne Witz, ey. Ach du Scheiße, schau mal hier rein. Wo? Wir sind jetzt bei 13 Minuten, ne? Sollte eine Livestream-Zusammenfassung waren, aber es gibt keine. Die wurde hier in die Luft gejagt. Bei unserer Kabine haben wir eben am meisten gemacht. Ne? Ja, ja. Und jetzt ist alles am Arsch. Willkommen zum Wiederaufbau der Arena. Meteoritenscheiße. Seit wann habe ich da so eine scheiß Treppe hingesetzt, so verkehrt rum? Das war ich. So. Schaut doch schon wieder richtig scheiße aus. Ohne Witz, ne? Freut man sich, dass man fertig ist und dann wird sowas alles wieder zerstört hier, Mann. Ey, Junge, ohne Witz, ne? Ja, hier weiß ich nicht mal mehr, was wohin gehört. Alles am Arsch.
Du bist doch lebensmüde. Ich steck in einem Block fest. So. Hier, brauchst du nicht mehr graben. Ja, sollt ihr sagen, was übrig geblieben ist? Zieh zu. Ha, ein Gitter. Mann, ey. Dreckspflanze. Meine Fresse, Alter. Alter, ich könnte. Ja, eben, ich auch, Alter. Hab nicht mal mehr Bausteine. Fahr mal schnell, ich brauch auch welche wieder. Meteorit des Todes, Alter. So, Holz. Auf welcher Seite war das? Auf der linken, auf der rechten. So, da. Alter, ohne Witz, Alter, Junge. Ich hab meine ganzen Zäune verbaut. Schaut das schon relativ wieder normal aus. Was sieht normal aus? Nix sieht normal aus. Alles scheiße. Am meisten regt's mir auf, dass jetzt passieren muss und nicht in der Trekking. Wieso muss das in der Zusammenfassung passieren, ey? So, hier sind jetzt alle wieder Fackeln platziert, theoretisch. Die Lampen funktionieren noch. So, ich habe ein paar Steine geholt. Alter, wie das einfach bestialisch ausschaut. Na gut, von hier sieht's gar nicht mehr so scheiße aus. Jetzt ist nämlich nur noch alles am Arsch. Ja, was geht hier? Also? So. Ich glaube, so war das, wenn ich mich nicht. Oh Mann, alles scheiße. Oh Mann. Oh. Alter, ey, ohne Witz, ne? Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Nein, 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 nein. Weil ich habe keinen Bock, so lange zu rennen heute. Ich auch nicht, aber das. Wir sind gleich fertig. Gleich. Also in 100 Jahren. So wie immer halt, ne? Falsch. Alter. So glaube ich, oder? Nee. Doch. Nope. Nur halt, dass auf der anderen Seite noch das scheiß Geländer hin muss.
Die Höhe ist zu hoch. Die Breite ist zu hoch. Ah, ich hab noch genug Holz. Gut. So. Jetzt wollen wir noch von dem Bullshit-Holz, Alter. Davon das haben wir schon. Echt? Ja, da. Ja, yeah, scheiß mir wieder anderes Holz hinterher. So. Schaut eigentlich schon wieder ein bisschen gut aus. Bisschen. War das jetzt so richtig? Ja, passt schon. Okay, schnell Treppen. Falsch. Der Schaufel immer schön aufs Holz kloppen. Ja, jetzt kann ich mir aber da mal. Ich bräuchte Steine. Ja, hol's dir schon. Uff. So. Gleich haben wir die Scheiße wieder. Ach, Kacka, du. Es wird schon wieder dunkel. Gehen wir pennen? Nein. Stimmt, da mal. Ah! Und schon wieder war's falsch. So, da kommt das dreckige Holz hin. So. Jo. Unten war ja das mit dem Redstone. Hast du Redstone? 8 Stück. Hau mal her. Falsch gebaut. Sind alle oben? Keine Ahnung. Warte schon. Ja, gut. Oben, 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 unten, unten. So. Hä? Ach, ich blick die Kacke nicht, das machst du. So, bei mir war's das auch für die heutige Folge. Hab keinen Bock, sind ja schon wieder 24 Minuten. Ich baue jetzt hier nur noch schnell den Zaun hier fertig. Zack, zack, zack. Zack. Und von meiner Seite war's das hier mit. Ich hab keinen Bock mehr auf Minecraft für heute. Ich muss erstmal wieder in der Nacht drüber schlafen. Also bis morgen und ciao.